an Events in Tarnow. Ja, guten Morgen. Ich bin ein bisschen durch. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden und ich muss sagen, es hat sich echt gelohnt. Aber ja, die Müdigkeit der letzten Tage kommt so ein bisschen durch. Wir sind ja mittlerweile staatlich geprüfte Landesvertreter auf Anfangsverdacht oder im Anfangsverdacht. Das ist so, ja, wahrscheinlich das, was uns beschreibt. Das ist so ein Bild von Tagesschau.de. Und Tagesschau.de sah seit Donnerstag eigentlich genauso aus. Also das, ich habe jetzt keine Präsentation vorbereitet. Wir haben Unmengen Screenshots, wir sind irritiert über all das, was passierte. Bis Donnerstag war unser Leben relativ normal. Wir wollten eigentlich diese Woche irgendwie total entspannen und uns auf CCC-Camp irgendwie vorbereiten, weil damit wir da fitter sind. Das hat nicht ganz geklappt. Schuld ist eigentlich André. Weil ich VSDP bin bei uns. André hat im Februar und im April offengelegt, dass der Verfassungsschutz 2 Jahre nach Edward Snowden, nach dem Start der Enthüllungen, die Massenüberwachung im Internet massiv ausbaut und das verschiedene verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, zum Beispiel, ob der das überhaupt darf. Das war aber alles geheim, bis wir das dann alles so veröffentlicht haben. Vertraulich? Ja, also vertraulich, ne? Also muss man ja immer bei den ganzen Geheimabstufungen, ne? Staatsgeheimnisse sind es ja nicht wirklich, wir haben ja nur irgendwie vertraulich eingestufte, nicht geheim gestufte Ausschnitte aus Haushaltsplänen des Verfassungsschutzes als Dokumentation für unsere Berichterstattung zusätzlich online gestellt. Das ist etwas, was nicht ganz so gewöhnlich ist in den Medien. Das liegt aber auch daran, dass man früher, wenn man nur eine Zeitung hatte, irgendwie Originaldokumente nicht noch mit abdrucken konnte, weil einfach kein Platz mehr war. Aber wir haben mal ein bisschen Platz auf dem Server und haben die dann einfach online gestellt und waren enttäuscht, weil es eigentlich keinen interessierte. Also vor allen Dingen das ging noch ein bisschen rum im Februar, das zweite im April, das hat uns Herr Maas, unser Justizminister, total versenkt, weil wir haben das, ich glaube am 15. April morgens um 9.10 Uhr online gestellt, 2 Wochen Recherche und alles mögliche, uns total darauf gefreut, endlich eine gesellschaftliche Debatte über Massenüberwachung vom Verfassungsschutz führen zu können. Und um 9.24 Uhr verkündet Herr Maas, also eine Stunde später, die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen wird. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie enttäuscht wir waren. Gleichzeitig im Stress, scheiße, jetzt müssen wir uns um Vorratsdatenspeicherung kümmern, können nicht irgendwie weiter über den Verfassungsschutz reden. Waren total enttäuscht, dass das Thema irgendwie wahrscheinlich niemals jemanden wieder interessiert. Und dann, ich glaube, es war der 4.7., ein Samstag, bin ich morgens aufgewacht, las auf Twitter, da gibt es so eine Meldung beim Deutschlandfunk, dass ja, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes Strafanzeige in 3 Fällen gestellt hätte. 2 gegen einen Internetdienst, einmal gegen die Süddeutsche Zeitung. Und das sind 2 Fällen, nämlich bei dem Internetdienst der Generalbundesanwalt berichten würde. Ich habe erstmal bei uns im Archiv nachgeguckt, ob wir gemeint sind, weil da stand ja nur Internetdienst. War so ein bisschen irritiert, dass wir das halt sind. Habe erstmal Kaffee gemacht und danach kurz geblockt, dass wir das wohl sind. Und der Generalbundesanwalt wegen unserer Berichterstattung ja, Ermittlungen aufgenommen hat. Damals war noch im Raum Verrat von Dienstgeheimnissen. Es schien so, dass es nicht gegen uns gerichtet ist, sondern nur gegen unsere Quellen, was allein auch schon ein Angriff auf die Pressefreiheit ist und ein Skandal wäre. Dann sind wir erstmal am See gefahren, weil es war recht heiß wie heute. Aber dann folgten so 3 Wochen, wo wir total enttäuscht waren, weil es interessierte kein Schwein. Also es gab keine offizielle Bestätigung. Wir tingelten durch Redaktionen und versuchten irgendwie Solidarität zu holen, weil es war halt klar, irgendwie ermittelt der Generalbundesanwalt. Und auch so journalistische Vereinigungen wie der DJV bestätigten uns, das kommt nicht so oft vor, wie man das vielleicht denkt so. Aber es interessierte einfach kein Schwein. Und wir waren total enttäuscht. Wir haben alles bemüht, so mehrere Artikel dazu geschrieben, aus verschiedensten Perspektiven und versuchten halt irgendwie Solidarität reinzuholen. Nichts passierte. Naja, und am Donnerstag kam dann eine förmliche Zustellung bei mir zu Hause an und ich öffnete den Brief und das war so ein komisches Gefühl zwischen Lottogewinn
einem so ein bisschen Irritation, das ist eigentlich nochmal Landesverrat. Weil da war nicht mehr die Rede von Dienstgeheimnissen, außerdem Schattler, Andres und mein Name, neben unbekannt. Wir fragten auch erstmal rum in unserer Redaktion, ob jemand unbekannt kennt. War zumindest nicht bei uns als Nutzer angelegt. Wir haben das natürlich erstmal geblockt, wie wir es immer machen, wenn bei uns irgendwelche förmlichen Schreiben, Abmahnungen und so weiter reinkommen. Ja, und seitdem ist unser Leben ein wenig aus den Fugen geraten. Weil was wir dann erlebten, das war so zwischen surreal und irreal. Also ich nutze zum Beispiel seit, keine Ahnung, 7 Jahren Twitter. Ich war zum ersten Mal nicht in der Lage, irgendwie mehr in Echtzeit irgendwie unsere ganzen Nachrichtenströme zu verfolgen, weil zu viel passierte. Ja, Freitag dann suggerierte der Generalbundesanwalt, dass die Ermittlungen ruhen würden. Mit einer ganz komischen Formulierung gegenüber der FAZ. Exekutivmaßnahmen würde er aussetzen. Das ist so ein unbestimmter Rechtsbegriff, sagt überhaupt nichts, aber er hat halt mitgeteilt, also wir müssen uns gerade keine Sorgen machen, wir werden gerade nicht festgesetzt und gerade passiert auch keine Hausdurchsuchung bei uns. Das hat mir so nur so mittelberuhigend. Hatten aber gleichzeitig Sorge, dass das Thema jetzt wieder durch ist. So, ne? Weil freitagsabends waren dann die ersten großen Medien da, so, wollten Porträts machen und so und meinten dann schon so, ja, jetzt wird das Ganze gut, nur das ist ja jetzt, eigentlich können wir nur noch für die Online-Ausgabe da was machen, aber fürs Heft und so weiter, also das wird ja nächste Woche keinen mehr. Gut, aber halt Samstag, ne, die Demo, wo wir, ja, was halt vor allen Dingen Anna, Wetter, Markus und so weiter organisiert hatten, wo wir noch irgendwie Andi und ich dachten so, wir wollen am Wochenende Ruhe haben, wir haben keinen Bock auf eine Demo, vor allen Dingen haben wir befürchtet, wir stehen dann mit unseren 40 Freunden und ein paar Spinnern, die gegen demonstrieren irgendwo. Und dazu muss man sagen, ne, also die ganze Zeit klingelt das Telefon in so einem Minutentakt und so abwechselnd irgendwie, können Sie mir bei plutonischen Angriffen helfen? Nee, sorry, danke, tschüss. Und dann wiederum, können wir eine Interviewanfrage stellen und sonst irgendwie. Auch total abstrus so, ne? Also eigentlich jedes Staatsmedium eines Landes, was in der Pressefreiheitsrangliste irgendwie im dreistelligen Bereich ist, versuchte von uns irgendwie Interviews zu bekommen. Haben natürlich alle abgelehnt. Irgendwann stand dann auch mal neben diversen anderen Kamerateams ein anderes da, wo ich dachte, das ist der Bayerische Rundfunk, der sich angekündigt hatte. Und wir waren aber gerade noch mit einem anderen beschäftigt und dann dachte ich, hallo, Bayerischer Rundfunk, stellt sich heraus, russisches Staatsfernsehen. Haben wir sofort rausgeschmissen mit Begründung auf, ey, wir reden mit euch nicht über Pressefreiheit, wenn bei euch Journalisten verschwinden und irgendwie. Also wir lassen uns halt nicht instrumentalisieren von. Aber mit anderen Russen haben wir geredet. Ja genau, also wir reden natürlich mit investigativen russischen Journalisten, die irgendwie eine andere Perspektive darauf haben, was in Russland passiert. Heute exklusiv Interview oder Gastbeitrag von Andrei Soldatov, sozusagen dem Glenn Greenwald aus Russland. Aber das war halt schon abstrus, dass wir halt irgendwie das versuchten, diese ganzen Staatsmedien uns zu instrumentalisieren, um dann in die Welt die Message zu senden. So. Also das ist ja alles gar nicht so schlimm oder zu relativieren, was bei Ihnen passiert, weil in Deutschland kommen ja auch irgendwie Journalisten vielleicht in den Knast. Dazu muss man sagen, wir waren halt verwundert. Also Landesverrat mussten wir erstmal googeln, ne? Und wir haben halt noch Ulf Burmeier und sonst wie im Team, die uns erstmal erklärten, dass da tatsächlich irgendwie ein Jahr Knast pro Fall mindestens bei rauskommen könnte. Und wir hatten halt 2 Fälle, also 2 Jahre mindestens sozusagen. Ja, die Demo funktionierte überraschend gut, also ich weiß nicht, wer war alles da? Ja, viele waren da. Also über 2000 Menschen waren da, ich glaube so eine große Demonstration für Pressefreiheit. Keine Ahnung, wann es die letzte so große in Deutschland gegeben hat. Das war ein sehr schönes Zeichen, dann haben wir ein bisschen Wochenende gemacht. Und Sonntagmorgen, wo wir eigentlich dachten, jetzt ist wahrscheinlich alles vorbei, fing das auf einmal wieder an, dass der Maaßen meinte, irgendwie in der Bild am Sonntag, der Range ist schuld, der Range irgendwann meinte, nee, der Maaßen ist vielleicht schuld und sonst wie. Und auf einmal befanden wir uns seit Sonntagabend in so einer kleinen, sich entwickelten Staatsaffäre wieder, die heute auch so in Tagesschau und so weiter benannt wurde. Also da muss man sagen, ne, also wir sind als kleines Block gestartet, wir hatten niemals vor, irgendwie eine Staatsaffäre zu starten, jetzt sind wir auf einmal Staatsaffäre. Da soll noch einmal mal sagen, mit Bloggen kann man in Deutschland nichts erreichen. Na, es wurde immer lustiger so, ne? Also am Montag war Bundespressekonferenz, im Haus der Bundespressekonferenz und es ging eine Stunde lang nur um unseren Fall. Und es wurden viele Fragen gestellt an das
an die unterschiedlichen Ministerien, wer hat was wann gewusst. Weil seit Sonntagabend wussten wir durch die Süddeutsche Zeitung, die Ermittlungen gegen uns sind schon im Mai in Gang gesetzt worden. Also 2,5 Monate laufen Ermittlungen wegen Landesverrats. Und wie wir auch mittlerweile herausgefunden hatten, das kommt nicht so oft vor mit Landesverrat. Alle haben sofort die Spiegel-Affäre rausgeholt. Es gab wohl noch 1983 einen Fall mit der Konkret. Also es gab offensichtlich dreimal Fälle, also das ist der dritte Fall in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo gegen Journalisten mit dem Straftatsbestand Landesverrats ermittelt wird. Einerseits lustig, andererseits irgendwie ein bisschen bedenklich. Ich meine, dieser Straftatsbestand, der kommt noch aus Preußen. Damit haben die Nazis irgendwie Unmengen Leute irgendwie in unser Konzentrationslager gebracht. Den gibt es immer noch, warum auch immer. Also das letzte Mal wurde angewendet, da ging ich noch in den Kindergarten. Oder in die Grundschule, weiß ich gar nicht. 83 halt irgendwie dazwischen. Ja, auf jeden Fall kam halt raus, keiner will was Genaues gewusst haben. 2,5 Monate lang ermittelt unsere Sicherheitsbehörden irgendwie. Wir wissen noch nicht, wie sie gegen uns ermittelt haben, ob sie halt das ganze Überwachungsarsenal, was sie normalerweise gegen Terroristen, gegen Schwerstkriminelle zur Verfügung haben, von der akustischen Raumüberwachung bei uns zu Hause, bei unseren Redaktionsräumen bis hin zur Quellen-TKÜ, ob sie das gegen uns angewendet haben. Wir wissen es noch nicht. Wenn das noch rauskommen sollte, dann wird das wahrscheinlich noch ein größerer Skandal. Jo. Dann werde ich auch meinen Glauben an den Rechtsstaat so ein bisschen mehr verlieren als bisher. Auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze so, dass halt 2,5 Monate lang halt dieses schärfste Schwert, was der Staat zur Verfügung hat, um gegen Journalisten vorzugehen, keiner davon wusste oder wissen was wissen wollte. Das ist der Stand bis gestern gewesen. Heute war das dann alles noch so ein bisschen abstruser. Heute Morgen erklärte Range, ne, der hat gegen Mars gepisst und sonst irgendwie. Heute Abend hat er also auf dem Weg hierhin irgendwie Herr Maas, Herr Range entlassen. Auf einmal sind wir schuld, dass ein Generalbundesanwalt irgendwie gehen musste. Aber das erscheint uns als Bauernopfer. Also wir haben das Gefühl, hier ist noch viel mehr Dreck am Stecken bei einigen Verantwortlichen, als bisher raus ist. Es reicht uns nicht, dass der Range irgendwie jetzt gehen musste, der hätte nächstes Jahr irgendwie in Rente gehen musste. Wir wollen halt konkret wissen, wer trägt Verantwortung. Verantwortung trägt auf jeden Fall Verfassungsschutzpräsident Maaßen, der ein Gutachten an den Generalbundesanwalt mitgeschickt hatte, wo wir auch genannt worden sind, was jetzt in paraphrasierender Weise auf Süddeutsche, wo unter anderem begründet wird, naja, wir würden ja äußere Sicherheit gefährden, weil wir einen dieser beiden Texte ins Englische übersetzt hätten. Und deswegen würden sich englische Geheimdienste, aber ausländische Geheimdienste, die gemacht haben. Also man fragt sich echt, ob ausländische Geheimdienste nicht in der Lage sind, deutsche Texte zu übersetzen oder Google Translate zu nutzen. Wir möchten immer noch wissen, wurden wir in diesen letzten 2,5 Monaten überwacht in unserem privaten Leben und in unserer redaktionellen Arbeit? Das wäre halt noch ein viel größerer Skandal. Vor allen Dingen wollen wir wissen, wann wird denn dieses scheiß Ermittlungsverfahren endlich mal gegen uns eingestellt? Da ist nämlich im Moment keine Rede davon. Also es ruht irgendwie, ne? Aber es gibt halt nicht so wirklich ein ruhendes Verfahren. Wir werden gerade nicht festgesetzt. Das haben wir halt gelesen. Also gerade so, vielleicht morgen wieder. Wir können vielleicht auch nicht in Urlaub fahren dann demnächst so. Es gibt gerade keine Hausdurchsuchung bei uns. Morgen vielleicht dann wieder. Also wir wollen eine Einstellung. Und wir haben natürlich noch verschiedene andere Forderungen. Ne? Wir wollen einen Whistleblower-Schutz, weil es hat sich herausgestellt, es wird halt nicht nur gegen uns ermittelt, sondern es wird gegen alle potenziellen Quellen ermittelt. Es ist erstmal ein Einschüchterungsversuch und es gibt eine dreistellige Liste an Personen, die halt Zugang hatten zu diesen Haushaltsplänen. Gegen die wird alle ermittelt und es zeigt sich, es gibt keinen ausreichenden Schutz für Whistleblower in Deutschland. Deutschland, was immer die Pressefreiheit total hochhängt, ist aber beim Schutz der Quellen eher so ein Entwicklungsland. Das wollen wir ändern. Und wir wollen natürlich verhindern, dass a. die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird und b. die Vorratsdatenspeicherungseinführung dazu genutzt wird, einen weiteren Paragraphen der Datenhehlerei einzuführen, der auch wiederum
gegen Quellen von Journalisten gerichtet sein könnte, so wie er formuliert ist. Also, das wird noch eine spannende Zeit in nächster Zeit. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was die nächsten Tage passiert. Wir hoffen, dass es nicht aufhört, dass sich nicht auch die Medien nicht damit zufrieden geben, dass es hier ein Bauernopfer gegeben hat, dass alle weiterschauen, wer wusste was. Am Montag hat zum Beispiel das Kanzleramt in der Bundespressekonferenz gesagt, sie haben davon aus den Medien erfahren, sonst wusste davon keiner was. Gestern Abend wusste schon ZDF heute zu berichten, dass es zumindest von den Strafanzeigen irgendwie in parlamentarischen Gremien das Kanzleramt auch gewusst haben könnte. Also es könnte auch spannend sein, dass jetzt noch verschiedenste Journalisten mit viel mehr investigativen Ressourcen als wir in der Lage sind, mal nachzuschauen, wer hat die Verantwortung, wer hat davon gewusst, wer versucht sich gerade aus der Schusslinie zu bringen, aus dieser kleinen Netzpolitik-Staatsaffäre, die Medien jetzt gerade hier schreiben, was wir halt ganz lustig finden. Aber andererseits ist es halt auch nicht so lustig, wenn man halt weiß, man könnte theoretisch ins Gefängnis kommen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in einem Land lebe, wo wir für unsere Arbeit einerseits theoretisch monatelang überwacht werden könnten und theoretisch dafür auch ins Gefängnis gehen könnten. Also ich will nicht, dass so etwas möglich ist. Ich will auch nicht, dass sowas möglich sein kann in einem Land, wo die Pressefreiheit großgeschrieben wird. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Gesetze dahingehend geändert werden, dass sowas nie wieder möglich sein wird. Vielleicht brauchen wir dafür eine andere Regierung. Ich weiß, ihr seid sehr rein, jedenfalls diese Regierung nicht gewählt. Was wir auch sagen wollen, danke. Also, wir wussten immer, wenn wir ein Problem haben als kleines Blog, was spendenfinanziert ist, können wir uns hoffentlich auf unsere Leserinnen und Leser, auch auf euch irgendwie vertrauen. Wir sind total überwältigt von all dem Feedback, von all den Solidarisierungsgrüßen und auch Aktionen von all den Spenden, die wir bekommen haben. Beim Idealfall brauchen wir gar nicht viel Geld, um quasi Akteneinsicht zu bekommen, um irgendwie zu hinterfragen, was jetzt passiert ist und uns vor Gericht zu verteidigen, sondern können im Idealfall das Geld, was über Spenden reingekommen ist, dahin investieren, noch besser Sachen zu leaken, noch besser Geheimdienste zu kontrollieren über die Medien und noch besser uns dafür einzusetzen, dass Gesetze zur Pressefreiheit und generell zum Schutz der Grundrechte gesichert werden. Deswegen danke und die Message, die halt diese kleine Staatsaffäre vielleicht bisher mit sich gebracht hat. Bloggen lohnt sich, legt euch nicht mit dem Internet an. Du hattest gerade...